Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Fußballmanager 13 unserer Karriere mit Hertha BSC. Und wie ihr seht, haben wir auch direkt ein Spitzenspiel, und zwar das Derby gegen Union. Jo, Union, schon wieder kein, aus Fernsehsicht Spitzenspiel, aber was soll's. Hauptsache wir wissen, dass es ein Spitzenspiel ist. Wir sind im September, okay. Ja, meine letzte Aufnahme ist leider wieder etwas länger her, obwohl ich das eigentlich vermeiden wollte. Aber der Grund ist ganz einfach, und zwar lief an meinem PC, an meinem Notebook gar nichts mehr. Und wir mussten das Ganze dann, also wir, ich musste das Ganze dann komplett neu aufspielen, und das Ganze hat ein bisschen gedauert und dann wollte alles nicht so, wie ich wollte. Und ja, von daher, nun sind wir wieder da und begeben uns direkt an die nächsten Teile Fußballmanager 13. Apropos Fußballmanager, vor ein paar Wochen, Tagen ist ja der neue Teil Fußballmanager 14 rausgekommen. Und ja, jeder, der sich mit dem Fußballmanager ernsthaft beschäftigt, jeder Fan der Reihe, der ist eigentlich ein bisschen empört, glaube ich, weil das, was EA oder Bright Future da gemacht hat, ist eigentlich eine absolute Frechheit für ein Spiel, das nur neue Datenbanken, ein paar neue Grafiken und die Futures von Anfang an freigeschaltet, was die da gemacht haben, dafür knapp 40 Euro, glaube ich, ne? 40 Euro zu verlangen, das ist ein Witz. Also da kriegt man auf Fanseiten, kriegt man das Ganze gratis, bis auf die paar Futures hier oben freigeschaltet, aber mal ganz ehrlich, die Futures hier oben, wenn man die sich erst freischalten muss, das erhöht doch den Spielwert von einem Fußballmanager. Wenn man die direkt frei hat, dann wird das Ganze doch viel zu einfach. Also ich weiß nicht, was sich da die Herrschaften dabei gedacht haben, und noch weniger verstehe ich die Leute, die da ernsthaft den Fußballmanager 14 gekauft haben. Also so doof im Kopf kann man doch eigentlich nicht sein, ey. Mal ganz im Ernst. Wer kauft sich den Fußballmanager 14? Doch kein Arsch. Wie dumm muss man sein? Ohne Witz. Das geht nicht in meinen Kopf rein, dass sich dort welche gekauft haben. Und dann nehme ich lieber aktuelle Datenbanken von den Fanseiten und fertig, buff. Sollen sie sehen, dass sie dieses Jahr nur 2-3 Exemplare verkaufen, dann wissen sie wenigstens fürs nächste Jahr, hier müssen wir was anders machen. Aber so? Naja. So viel zum Fußballmanager 14. Mal ein ganz kurzer Kommentar dazu. Wollte ich eigentlich schon länger angebracht haben, aber die eben erwähnten Problemchen haben ja dagegen gewirkt. Ansonsten würde ich sagen, fahren wir jetzt mal endlich mit dem Spiel fort. Gucken. Wo wir hier haben wir noch gar nichts gemacht. Gib ihm Training alles, Junge. Der fehlt noch 109 Tage. Mann, wie bitter. Du hast gut trainiert, Herr Kedira. Herr Marvin Dux, Junge, das muss noch ein bisschen, muss noch mehr kommen, wenn du Ramos unter Druck setzen willst. Ben Hatira muss cleverer vorm Tor werden. Ramos hat wieder nur schlecht trainiert, genau wie Kraft. Junge. Mukta auch. Ne Meierchen. Nico Schulz. Ist auch nicht. Ben hat
Tiere hatten wir schon. Herzlichen Glückwunsch zu einem Jubiläumsspiel, Ronny. Gut trainiert, Herr Chor. Gut trainiert, wie immer, Herr Burchert. Irgendwann belohne ich das. Das ist aber Fakt. Jo, trainier ich, Herr Blankenburg. Und gut trainiert, Herr Saha. Oh Mann, ey, meine Teamdynamik, die ist immer noch voll im Arsch, aber ist normal. Wir haben viele verkauft, die eigentlich zum Team dazugehören. Und, dann halt viele Junge dazugeholt und das muss ich erstmal ein bisschen finden, das dauert noch. Ja. Immer noch viel zu viele Spieler hier. Ist ja der Wahnsinn. Von dem der Vertrag läuft hoffentlich noch länger, ja, bis 2016. Die ganzen schlechten würde ich am liebsten loswerden, also. Kurz sortieren. Wenn wir da nur so ein paar Kröten für kriegen, wäre mir das schon recht. Wo ist er denn jetzt? Bin ich dumm? Ist der nicht Binser? Ach, da unten ist er doch. Ich blinde Nuss. Keiner. Vielleicht wollen sie die ja ablösefrei haben, weil Geld kann ich glaube ich echt nicht für verlangen. Ach ja, Mann, das ist ein hartes Managerleben hier bei Hertha BSC. Ach doch, Binser wollte einer. Verdammt, ich hätte doch Geld für verlangen können. Warum auch so spät? Kriegen wir wenigstens 500 Kröten, auch wenn das jetzt kaum einen Unterschied macht, ob 500 oder 0, das ist quasi beides nichts. Aber wir probieren es zuerst mal immer mit 500, klappt aber anscheinend nicht. Der hier muss doch klappen mit 500, so schlecht ist er jetzt auch nicht. Ja, aha. Erstmal die ganzen 2-Sterne-Talente, die schlechteren verkaufen. Die entwickeln sich ja eh nicht so schnell. Uluska. Ja, das ist wieder hier der Part, der strotzt wieder vor Spannung und alle sind vom Hocker gerissen, aber... So ist das nun mal, wenn man länger nicht spielt, dann muss man erstmal hier wieder ein bisschen Ordnung in das Kabüffchen kriegen. Im Endeffekt verdient man durch die 500 nicht wirklich was, außer durch die Spielergehälter. Wenn ihr hier seht, 10.000, dann kann man da noch ein bisschen dran sparen. Ansonsten spielt der Rest. Na, lassen wir erstmal bei den 5 Leuten. Benza hat an seiner Schwäche gearbeitet. Darmstadt in Philipp Max. Wieso habe ich denn überhaupt noch eine Beobachtungsliste? Ach du Scheiße, ist ja total überlaufen. Da habe ich mir denn dabei gedacht. Wo ist er denn noch da? 110.000.
Dass ihr mir die Spiele vor dir für wegschnappen müsst, das ist doch zum Kotzen. Fußballer des Monats Elias Kajunga aus der zweiten Mannschaft. Rani Khedira erreicht Trainingsziel. Oh, was mache ich denn da? Hey. 67, 68. Marvin Knoll und Ben Hatira jetzt Stärke. Kajunga jetzt hier 2 Tore. Okay, dann nehmen wir den das Spiel jetzt hier natürlich mit, sonst wäre es ja auch eine extreme Zeitverschwendung gewesen. Trotz, dass ich euch vom Fußballmanager 14 so schön erzählt habe, aber ein bisschen Spannung habt ihr natürlich verdient. Upp. Oh. Wir erwarten, er macht eine Bude, der Hund. Das Derby ist natürlich wichtig, das ist ja klar. Wir haben eine ganze Menge Luft nach oben. Mann, warum geht da nix? Ist ein Derby, hängt euch doch mal rein, ey. Ramos, das ist eine Frechheit. Haltet euch an die Vorgaben, dann fahren wir den Sieg ein. Loben, 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 loben. Ein paar haben ja doch ganz gut gespielt. Aber solange hier Einzelne eine Frechheit abliefern, wird das wohl nix. Komm, Herr Duksch. Hier Chor und Ben Zaha wird für die gute Trainingsleistung belohnt. Dann wollen wir mal gucken. Boah, nee, leck mich doch am Arsch. Scheiße. Volle Offensive. 5 Minuten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wenn man Derby so verkackt, Leute, dann gibt's mal ein ordentliches Straftraining. Ja, super. Schon ist die Saison für den Arsch. Was die an Geld ausgeben, davon kann man nur träumen. Ja, das gibt ordentlich Minuspunkte. Boah, gleich 5. Junge, 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 Junge. Elias Kajunga hat Trainingsziel erreicht.
Mann, ey, das könnt mir immer noch ärgern, ey, das gibt's hier gar nicht. Schön vermasselt, ey. Naja, ich würde sagen, für diesen Part belassen wir es erstmal dabei mit einem Negativerlebnis. Und wollen wir mal schauen, dass wir im nächsten Part dann doch ein bisschen besser in die Saison kommen und unseren kleinen Rückstand wieder aufholen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.